Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Videopack-Serie. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin immer noch euer Mr. Venom 1974. Möchtest du kurz spoilen, was das für ein geiles Game ist? Würde ich gerne. Wenn du es kennen willst. Ja, darfst du. Okay. Das ist Korbball auf dem Videopack. Richtig. Ach, das hast du schon gesagt, dass es Videopack ist. Ja, ja. Hast aber auch recht. Das heißt bei uns in Deutschland tatsächlich Korbball. Und ich kriege gerade hier eine richtige Klatsche. Ja, steuerst du dein Männchen überhaupt? Ja, ja, tue ich. Ich kann auch mal gerne mal zeigen, was man für einen Unsinn machen kann. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen Punkte machen. Mhm. Bei uns heißt das tatsächlich Korbball. Warum eigentlich? In international heißt das tatsächlich Paschinko. Warum eigentlich? Ja, mit Paschinko hat es auch nicht wirklich Ähnlichkeiten. Ziel der Übung dieses Spiels ist, ihr seht das schon, ist den Ball in Körbe zu bekommen mit möglichst hohen Zahlen. Ich glaube, 100 hat man gewonnen. Der Fritz in der Mitte ist so eine Art Referee, wobei ich immer der Meinung bin, der ist sehr auf Seiten der KI. Jetzt so wie immer halt bei diesen Systemen. Mal, jetzt hätte es auch nur die 10 gehen können. An den Ecken kann man die Bälle einfärben, wenn man die also jetzt gegen die... Was soll eigentlich aussehen wie ein Plus- oder ein Malzeichen? Das ist sozusagen ja der Transformator. Und ich kriege gerade hier so ein... Ich habe überhaupt gar keine Chance mehr, an den Ball zu kommen. Na, aber dann trink halt was. Hä? Keine Macht den Drogen hier. Keine Nacht ohne Drogen. Und wenn es mal wieder länger dauert, hol dir einen Snickers. Ihr könnt diese Produkte auch über den Amazon-Link kaufen. Eben. Ganz wichtig, sofort Product Placement einblenden. Mhm. Ich kriege hier überhaupt nichts auf die Kette. Finde ich gut. Ja gut, immerhin, du bist jetzt schon volljährig da im Score. Ja, jetzt hast du schon 27, also passt doch. So, jetzt wäre schön, wenn ich die Bälle behalten könnte. Dann wäre das nämlich... Oh, es könnte... Ja, siehst du, jetzt kommst du schon ein bisschen näher ran an die ganze Sache. Ja, natürlich. Aber den 10 hast du wieder nicht getroffen. Das ist das Übliche halt. Mhm. Ein Teufelskreis. Ja. Es ist knapp. Also bei 100 hat man gewonnen. Oder eben auch verloren, je nachdem. Ich würde gerne noch mal, das werde ich aber jetzt nicht tun, derzeit, wo ich hier überhaupt nicht führe. man kann euch ein paar lustige... Es gibt ein paar lustige Gags, dass man sich selber den Ball ins Kreuz hauen kann. Zweimal die 10 natürlich, du Arschloch. Dreimal die 10, ist klar. Ist klar. Was mache ich? Dreimal die 2, natürlich. Ja, kleine Brötchen backen halt, ne? Ja. Grüße an die Klinsmanns. Das klang jetzt gerade so wieder wie so eine RTL-Reality-Soap. Die Klinsmanns. Obwohl, dir ist schon klar, dass mir da irgendeine Idee für irgendwas kommt. Das ist mir klar. Das ist Jürgen aus Stuttgart. Jürgen aus Stuttgart backt gerne mal kleine Brötchen. Jürgen K. aus Stuttgart. Allerdings, eines Tages hat er erkannt, dass er mit seinen Bällen ein wenig Geld verdienen kann. Und als weiser Schwabe fing er dann an, und ich bin doch tatsächlich jetzt in... Jetzt gehe ich nochmal in die Null. Ich glaube, es hängt! Also es wird jetzt ein bisschen schwierig für dich, sagen wir es mal so. Ja, nie so gut. Mhm. Ja, 95, 96. Ja, der behält die Bälle, natürlich 7. Ach, das wurde jetzt gerade zu 7. Nö, ist klar, ja. Arschloch. So, jetzt will ich euch nur mal einen Gag zeigen. Man kann sich nämlich den Ball ins Kreuz hauen. Ich weiß, das ist total unsinnig, der Gag, aber ja. Man kann ein bisschen noch hier rumspielen mit den Bällen. Aber was lernen wir draus? So, von wann ist das Spiel? Irgendwie Anfang der 80er? Also ja. 100 Jahre alte Spiele hatten schon ihre Easter Eggs. Ja, ja. Also ich habe, also das ist übrigens eins der Games, die ich mittlerweile jetzt besser finde als Kind. Weil als Kind fand ich alles, was Zahlen und Lernen, scheiße. So wie die meisten YouTuber, ne? Gut, da hat sich bei den meisten YouTubern auch im hohen Alter nichts geändert. Ja gut, außer bei den Zahlen. Die sind froh, wenn die Zahlen groß sind. Ja gut, dafür haben sie ja ihre Netzwerke, dass sie dann einfach so 80% wegnehmen und dann freut er sich, dass er ein Toastbrot hat. Das ist geil. Jetzt habe ich einen geilen Gig. Ach komm, ich hätte jetzt bleiben können. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das neben Volleyball, zu dem kommen wir auch noch, und Electric Table Soccer die Sachen, die ich mittlerweile besser finde als damals.
Kann es sein, dass der immer noch punktet? Ja, ja. Ich glaube, der nächste Runde ist bis 200. Ich weiß nicht, ob bei 1000 komplett Ende wäre. Wir tun es euch jetzt nicht an. Aber, ja, ist so ein geiler Gag. Mhm. Den nehme ich noch mit. Eine Endlosschleife. So mache ich das Spiel spannender. Mhm. Das bleibt tatsächlich. Ja, jetzt hast du da was gefunden. Ach, schade. Naja, egal. Das ist Pachinko oder wie es bei uns heißt, Korbball. Auf jeden Fall ein putziges Ding. Mhm. Ich denke, auch jetzt habe ich die 100. Ja. Ich hab die 100. Ich hab die 100. Schalalala. 100 ist genug. Schalalala. Alter, jetzt überholst du ihn noch. Bin ich ja doch ein bisschen daran interessiert, einmal kurz zu führen. Ja, jetzt, yes! Jetzt hast du Blut geleckt. So, jetzt führe ich. Reicht. Abbrechen. Ja gut, also auf jeden Fall ist das ganz putzig und um nochmal den Herrn großartigen Schattennase zu deuten, der wissen wollte, ob es ein paar Sachen gibt, die sich für das Ding lohnen. Ja, das lohnt sich und das ist auch billig. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, das Ding. Ja, kann ich dir zustimmen. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Game. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Besucht den großartigen Starkiller, der freut sich über jeden Besuch, auch privat. Meine Dortmunder Adresse werde ich euch dann irgendwann per PN schicken. Nee, ist klar. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.